Aua. So, ja, ziemlich asozial natürlich vom Dingens, vom netten Frank Fontaine, dass er uns die Energie geraubt hat. Also unsere maximale Gesundheit ein bisschen kleiner geworden ist. So, das Hacken von Geschützen ist automatisch erfolgreich. Ah, das ist natürlich jetzt ziemlich cool, wenn das jetzt geht, dann dauert das Hacken dann nicht mehr. Also dann benötigt es keine Zeit mehr, das gilt aber glaube ich nur für Geschütze und halt noch immer noch nicht für Kameras und für Tresore und Waffenautomate und alles andere. Munitionsautomate, ihr wisst, was ich meine. So, ich mache jetzt noch ein paar Bilder von der Rosie, weil die müssen wir auch noch voll machen. Beim Geschütz geht es trotzdem weiter, obwohl ich das jetzt sozusagen schon fertig habe. So, auf jeden Fall, ich schaue kurz, oder ich habe ja gerade schon geschaut, ich muss jetzt auf jeden Fall mein Geld loswerden, ich habe $500, mein Portemonnaie ist voll. Und in diesem Level gibt es wieder zwei Little Sisters zu befreien. So, und da läuft auch der Big Daddy rum, ich hoffe jetzt mal, dass der, Kamera, sich eine Little Sister holt, dann können wir den nämlich kurz ausknocken. Und natürlich von der Little Sister auch noch ein paar Fotos machen, wie immer halt, genauso wie wir von der Rosie Fotos machen. Die Sicherheitskamera, die ist doch gerade voll gewesen. Warum haben wir jetzt keine irgendwas? Jetzt aber, oder? Erhöhter Schaden, so. Und dann würde ich doch mal sagen, einmal in Deckung. Und kurz warten. Ganz ruhig, hol dir erstmal eine Little Sister. Ich will nur da oben die Kamera machen. So, kein Stress, Big Daddy, yo. Oh, da haben wir wieder einen Nitro-Splicer. Auch schon lange her, dass ich so einmal wieder gesehen habe. Da haben wir doch gleich mal hier ein paar schöne Fotos. So, ich würde mich gerne. Hallo, renn doch nicht weg. Ich würde mich gerne auf die andere Seite drehen. Damit ich noch ein Bild mit dem Big Daddy machen kann. Dann gibt es ja Bonus. Aber dann machen wir das halt so. Hier ist ja noch einer. Dann gibt es auch Bonus. Fuggy-Splicer anscheinend irgendwie auch noch nicht fertig. So, wir machen jetzt einfach mal weiter, Fuggy-Splicer C, aber der Forschungsfortschritt wird mir nicht angezeigt, ich verstehe das nicht. Da ist ja kein Balken mehr. Wie jetzt zum Beispiel hier beim Nitro-Splicer, so, der wäre auch voll. 35%ige Chance, dass feindliche Granaten Blindgänger sind, das ist natürlich ziemlich cool, also jede dritte. Explodiert dann im Endeffekt nicht. Schon wieder Fuggy-Splicer B, ist echt ein bisschen komisch mit denen. Ob das ein Fehler ist, ich weiß nicht. Ich mache auf jeden Fall nochmal ein paar Bilder vom Nitro-Splicer. 70 Filme habe ich ja noch. So, anscheinend geht nichts mehr, dann machen wir hier mal einmal. Hey, dreh dich doch nicht weg. So, bum bum bum. So, können wir jetzt noch hier schnell ein Bildchen machen oder nicht mehr? Gut, dann weg mit dir. So. Ja. Okay. Kurz verschnaufen. Whisky, Zigaretten brauche ich nicht. Muchas gracias, Munition kaufen. Ja, ein bisschen Schrotflinte. MG-Patronen, das ist immer drin, ne? Ionischer Schrot. Danke dafür. So. Habt ihr sonst noch hier was? So. Mozart der Genetik. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen. Diese Osteuropäerin, diese Tenenbaum, ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. So, hier haben wir wieder ein Gatherer's Garden, aber da gibt es erstmal nichts Interessantes. Ah, reduziert man es, das schaue ich mir gleich nochmal an. Ich würde jetzt geschwind mich gern. Ah, Big Daddy-O hat sich eine Little Sister geholt. Dann ist doch mal wieder kurz Fotostunde, würde ich sagen. Und danach ist Tötungsstunde. So, Little Sister, da machen wir noch ein paar Bilder von der Kleinen hier. So. Ich tu dir doch gar nichts. Hallo. Ganz ruhig. Ach, Kleine.
Ja, Big Daddy, oh, beschützt sie gut. Ich will doch nur meinen Forschungsfortschritt verbessern. Zu wenig Punkte, kein Foto. Okay, das klappt anscheinend nicht mehr. Gut, dann, naja, dann drauf, ne? So. So, tut mir leid, Kleine, aber der muss dir nun mal reichen. Aber du kommst in eine neue, bessere Welt. So. Oh, doch, widersprich mir nicht. Weiche und gib mir das Adam. Dankeschön. So, Elite Rosie, was haben wir hier noch? Fagespleißer, Geld. Hallo. Bleib doch mal ruhig stehen. So, meine Güte, hier sind die schreckhaft. So, jetzt kriegt mir schon wieder ein Geschenk. Kann ich die Kleine gleich wieder fotografieren? Das ist natürlich super. So, kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit. Und Eve, Little Sister, vollständig erforscht. Okay, da geht jetzt auch kein Foto mehr. Dann können wir uns das jetzt in Zukunft auch sparen. So, dann bekommen wir hier wieder 00 Schrot. Das Geschenk: 200 Adam Körperpanzerung, 2 und 12 Brandbolzen. Wenn Ihnen die Patronen um die Ohren pfeifen, brauchen Sie jeden Schuss, den Sie bekommen können. Körperpanzerung 2 bietet Ihnen mehr Schutz als unser Mitbewerber. Das tauschen wir dann. Das Damage Research will ich definitiv drin lassen. Dann tausche ich das mal gegen. Ach komm, ich habe eh so viele Verbandskästen, das können wir auch weglassen. So, und jetzt haben wir 390 Adam. Da kaufe ich mir hier erstmal den letzten Kampftoniker-Slot. Dann kann ich dafür jetzt Körperpanzerung 2 einsetzen. Und dann schaue ich mal, was ich mir noch für nette Tonikas kaufen kann. Wie zum Beispiel Tempo-Hacker 2, was ganz gut ist. Reduziert massiv die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. In unserer immer schneller werdenden Welt des Fortschritts findet man nur noch selten Zeit, innezuhalten und nachzudenken. Aber jetzt kannst du dir etwas Zeit verschaffen mit dem neuen Speedy Hacker 2, nur von Hexmart. Den tauscht man dann natürlich für Tempo-Hacker 1 ein. Und genauso hole ich mir noch Schorten-Alarms 2, verringert massiv die Dauer von Kameraalarmen. Machen häufige Sicherheitsalarme dich taub, reduziere die Schmerzen mit dem verbesserten Schorten-Alarms 2 und tauschen das dann für. Ach so, Alarmexperte ist, glaube ich, ein anderer. Naja, egal, tauschen ist einfach so oder setzen ist dann dafür ein. Frozen Field 2, Cyclone Trap. Komm, wir haben 210, kaufen Frozen Field 2 und benutzen das mal wieder. Bleiben Sie nicht in der Kälte stehen, holen Sie sich noch heute Frozen Field 2 und setzen das dann für Human Inferno ein. Und die restlichen 160 spare ich mir nochmal etwas auf. So, Nietenpistole untersuchen, passt. Jetzt brauchen wir hier noch in dem Level eine Little Sister. $390 haben wir noch und dann folgen wir doch mal dem Pfeil. Aber vorher würde ich noch kurz hier schauen, ob ich wieder Film auffüllen kann. Leider nicht. Verbandskassen brauche ich nicht unbedingt. Kontaktminen, G-Patronen. Wäre eigentlich unnötig, müssen wir nichts unbedingt kaufen. So, Genbank, aha, rechts nichts, links nichts. Dann folgen wir mal weiter in dem Pfeil. So, Kamera hängt hier keine. So, da liegt eine kleine Leiche. Pistole, Splittergranate, okay. So. Das war das mal eine Straßenbahn hier. Aua, von wo kommen denn schon wieder überall Gegner? So, ich habe ich aber schon alle. So, weg mit dir. Ach, von hinten. Das zeigt mir gar nicht richtig an, dass ich von hinten gedamaged wurde. So, Fackelsplicer, die komischen Typen. Sonst noch jemand? Da vorne haben wir ein Juni-Event. So, hier können wir nochmal hier Verbandskasten mitnehmen. Den würde ich doch nochmal gerne hacken. Und mir dann, komm, das machen wir mal so. Sollte jetzt eh einfach sein, die Fließgeschwindigkeit wurde heruntergeschraubt. Ah ja, also wirklich perfekt, da geht's ja gar nicht. Da liegt ja alles schon direkt gerade auf dem Weg nach oben. So, you invent. Was machen wir uns Schönes? Machen wir das mal, das da und noch Explosivschrot. So. Dann wäre das auch erledigt. So, hier der Mülleimer, Zigaretten lasse ich mal drin. Was? Ah, Fontaine die Ratte. Wieder ein Nitro-Splicer. Es wird nicht ziemlich schnell gehen, weil ich bin ein ausdauernder Mensch. So, ich wollte auch vom Nitro-Splicer ein schönes Bildchen machen. So, geschwind andersrum mit den anderen Typen auch noch. So, den Nitro Splicer würde ich nämlich auch noch recht gern voll bekommen. Hallo, auf dem Weg bitte. Dankeschön.
Und du bitte auch weg, danke. Sonst noch jemand, der hier sterben möchte? So, da laufen wir einmal außen rum. So, komm, da machen wir noch ein Bild. So, das war's dann, glaub langsam, ja. Und weg mit dir. So, ich soll auch treffen. Ja, Kamera, schnell weg. Das war knapp. Okay, sehr gut. Hier war noch eine Kamera, da machen wir mal schnell ein Bildchen. So, Sicherheitskamera, können wir auch noch ein paar Fotos machen. Film haben wir, glaube ich, noch relativ, ja, über 50, das ist okay. So, und Sicherheitskamera, weg damit. So, Nitro Splicer lag hier, Geld nehmen wir uns mit. Gab es hier sonst noch was? Da war der andere Aufgang, okay. Das können wir nicht durchsuchen, was haben wir hier? Nur eine Vita Chamber. Ansonsten da hinter dem Ding, was haben wir hier? Bandagen, aha, aha, aha. Leiche, Geld, okay. Noch mehr Geld, dann gehen wir mal weiter. So, lalala. Die nächste Kamera ist schon wieder da. So, dann machen wir mal kurz ein Bildchen. Und noch ein Bildchen. Damit wir die Sicherheitskamera auch voll kriegen. So, hier reicht es noch für ein drittes Bildchen. Dreist noch eins, geht nicht. So, Kamera wieder kaputt. Brauche ich dich da anscheinend nicht. Dann darfst du getrost sofort umfallen, bitte. Bleib einfach mal ruhig stehen. So, weg mit dir. Da ist nochmal ein Waffenautomat. Das freut mich natürlich sehr. Dann nehme ich doch mal die Pistolenmagazingröße. So. Dann können wir erstmal nachladen. Da können wir jetzt 24 Schuss mitnehmen. Das ist ja übertrieben. In einem Magazin von 6 auf 24. Ich dachte jetzt 12 oder so. Aber an sich natürlich nicht schlecht. Wenn man denn gern mit der Pistole spielt. So. Dann machen wir doch mal hier. Komm mir nur entgegen. Hey, bleib doch mal ruhig stehen. Hallo. Spielen wir jetzt hier Verstecke oder was? So, weg mit dir. Hallo. Ja, du bist mein Schätzchen und erstmal tot. Da haben wir wieder ein Big Daddy-O. Verkaufsautomat hat Film da. Juhu, das filmen wir gleich mal auf. Ich weiß, wenn man hacken würde, wäre es billiger. Aber wir haben eh so viel Geld. Da müssen wir nicht extra hacken. So, hier haben wir wieder Little Sister, aber die müssen wir eh nicht mehr fotografieren, aber die nette Rosie können wir ja noch voll machen. Da würde ich doch noch gern ein paar Bilder machen, da drehe ich mich mal kurz um. So. Rosie, zack. Rosies haben fast immer seltene Materialien für Erfindungen bei sich, das ist natürlich ganz geil. Weil Erfindungen sind auch ganz nett beim U-Invent. Dann mache ich mal weiter Bilder, solange es noch geht. Ne? Jetzt habe ich ja wieder Film aufgefüllt auf 100. So, aber leider wieder zu wenig Punkte. Da geht nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, so leid es mir tut, aber du musst weichen. So, pam, pam, pam. Und die Pistole noch. Und weg mit dir. So. Einmal nachladen. Elite Rosie, Stahlschrauben und Messingrohr hast du dabei. Das nehmen wir natürlich gern mit. Dann können wir uns wieder beim Dingens... beim U-Invent irgendwas herstellen und die Kleine retten wir natürlich, nett wie wir sind. So, auf in eine bessere Welt für dich. So muss das sein, 240 Adam. Ja, mach ich doch immer. Du bist doch ein Parasit deiner selbst. Oh, ein Nitro-Splicer sogar noch. Da machen wir natürlich auch gleich wieder schön ein paar Bilder. So, bleib nur hier, hallo, renn doch nicht weg. Wir sind doch nette Freunde, oder? So, sogar nochmal. Ah, wow, Actionfoto mit dem Molotow vorm Gesicht. So, dann machen wir einfach nochmal Film. Hier können wir ja jederzeit wieder Film auffüllen am Verkaufsautomat. Da machen wir so viele Fotos, wie es geht, ne? Aua, kick mich doch nicht. Da haben wir schon direkt den nächsten Nitro Splicer. Sehr gut, dass die jetzt kommen. Dann können wir die an mich auch fertig machen. So, erhöhter Schaden plus plus plus. Und da steht schon dran, Nitro Splicer vollständig erforscht. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend an euch Nitro Splicer. Also nicht an euch Zuschauer. Die Aufnahme geht natürlich weiter und der Part logischerweise auch.